At first I was like this, but then I lied! Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play of Super Mario Wii 4! Bald werde ich diesen Satz nicht mehr bringen können, denn wir nähern uns zum Ende dieses LPs. Wir haben 105 Powersterne, nur noch 15 fehlen. Ihr wundert euch sicherlich, 15 fehlen noch, wie kann das sein? Alle regulären Level sind abgeschlossen, es steht eigentlich nur noch Bowser's Evil Test an. Nein, nicht ganz. Wir haben noch 15 Oberweltsterne und um die kümmern wir uns. Fangen wir doch gleich mit dem ersten Powerstern an. Wenn ihr ihr könnt die natürlich viel früher machen, aber ich dachte zur Strukturierung meiner Videos, mache ich die jetzt erst. Also, wenn ihr einen Powerstern gesammelt habt, kommt ihr hier in dieses kleine Nebenzimmer hinein. Moment, wir warten, dass die Tür sich öffnet. Und wieder mal der Text, die mystische Kraft des Sterne öffnet die Tür. Gut, dann kommt ihr hier in dieses Nebenzimmer hinein. Habt ihr drei Mosaikfenster? Das ist ganz Mosaik? Nee. Auf jeden Fall drei Glasfenster über Peach. Und in das rechte könnt ihr hineinspringen. Dann kommen wir zu einer Rainbow Road. Nein, wir kommen zu einer Rutsche. Und wenn ihr die runterrutscht, erfolgreich, dann kriegt ihr euren ersten Powerstern. Den zweiten kriegt ihr, wenn ihr die dann in unter 21 Sekunden hinunterrutscht. Mit einer Abkürzung. Wir rutschen jetzt einmal regulär und danach machen wir das über die Abkürzung wegen dem zweiten Powerstern. Gut. Hier ist noch ein extra Leben. Okay, ich hab's verfehlt. Super. Ganz großes Kino. Canon Kirby. The Canon Kirby has returned. For the major failure. Wuhu. Okay. Wenn ihr es geschafft habt, kommt hier der erste Power Stern. Wuhu. Und. Here we go. Jawohl. Die werden automatisch abgespeichert. Oder nicht? Ach nee, jetzt kommt auch gleich wieder die Auswahl. Speichern und weiter. Okay, es geht weiter. Das war Nummer 106. Wir gehen wieder hinein. Denn wir holen uns auch noch den nächsten. Jetzt werde ich bestimmt fehlen, weil ich bin zu dämlich für diese Abkürzungen. Und noch ein Weitsprung. Wo wir abkürzen können, kürzen wir halt ab, ne? So, jede Wette, ich vermassel es. Hier runter und. Hahaha! Guck mal, ich bin so weggesprungen davon. Juhu! In den Tod. Ich kann nicht weiß, aber da habe ich kein Leben verloren. Wir werden dann jedes Mal in den Flur zurück generiert. Denn die zählen nicht als reguläre Level, also könnt ihr auch nur unter erschwerlichen Umständen hier ein Leben verlieren. Also wenn ihr ein Emo, ein Suizid-Mario habt, ja, dann hat er es jetzt schwer bei diesen Stellen. kann es mir irgendwie nicht verkneifen, sich über diese Gruppe lustig zu machen. Jetzt aber. Mario! Jawohl! Weiter geht's. Wenn ihr im rechten Moment noch bei B drückt, dann rutscht er schon gleich weiter. Es wird knapp, mit unter 21, aber wir haben es geschafft. Da ist er! We got the next Power Star! Woohoo! Oh Gott, ich bin weit gerutscht. Ich bin viel zu weit gerutscht. Und. Da-dam bam param bam. Here we go! Wisst ihr was? Dort, wo ich gerade vor Ort stehe, da kümmere ich mich schon um den nächsten Power Stern. Ein Fail Power Stern. Ihr guckt nochmal da hoch und betretet erneut den Schalterpalast von der Flügelkappe. Denn jetzt folgt dieser. Münzroute hier. Wir wollen nämlich jetzt versuchen, die 8 roten Münzen auf diesem Kurs einzusammeln. So, das waren 2. Ihr solltet halt wirklich versuchen, dieser Münzroute hier zu folgen, ja? So wie Hänsel und Gretel den Brotkrumen folgen sollten, muss Mario jetzt den Münzen folgen. Und noch 2. Und das gibt den nächsten Powerstar! Ja, früher habe ich mich viel dämlicher angestellt bei dieser Aufgabe, da bin ich dann einfach kreuz und quer umhergeflogen. Wow, direkt mit dem Bobbis hinein. Here we go! Da bin ich kreuz und quer herumgeflogen und habe ihn als nicht gekriegt. So, das war der 108. Powerstern. Es geht direkt weiter. Wir gehen jetzt hier rüber, wo wir die Piratenbuchtpanik betreten konnten. Da gibt es nämlich auch. Hier ein verstecktes Level. Das könnt ihr übrigens auch auf der anderen Seite betreten. Da ist auch noch so eine schwarze Lücke. Gehen wir hinein, landen wir in einem großen Aquarium. Auch hier gilt es, 8 rote Münzen zu sammeln. Und, ja,
Ihr habt ja nur einen einzigen Nachteil. Ihr habt nicht unbegrenzte Anzahl Münzen. Das heißt, ihr könnt nicht unbegrenzt eure Luft wieder erfrischen. Und ich bin mir sicher, es gibt auch viele von Leuten, die es nicht rechtzeitig schaffen. Zu denen gehöre ich eigentlich auch. Also, ich gehe mal davon aus, hier schon mal ein Leben zu verlieren. Das ist einer der wenigen Oberweltenkurse, wo ihr direkt ein Leben verlieren könnt, wenn ihr failt, wenn ihr versagt. Ich versuche dennoch, mich zusammenzureißen. Das war Nummer 5. Eigentlich ist es gar nicht mal so schwer, wo die roten Münzen hier liegen. Ich hab's nur nicht so mit dem Wasser, unter Wasser, und dem richtigen Zielen. Versuchen wir mal, dass wir das vielleicht doch in einem Versuch gebacken kriegen, wenn es so weitergeht. Das war nämlich schon der 6. Also, der 6. Die 6. Oh Gott, Grandman hat gefehlt. Die 6. rote Münze, hier ist Nummer 7. Und da vorne schon die 8. Eigentlich finde ich, ist die Krux an diesem ganzen Mini-Aquarium hier, nur den Powerstein einzusammeln, weil ich hasse diese Position, wo der sich befindet. Guck dir mal. Die Fische haben mich früher immer auch als Kind desorientiert. Ich muss ehrlich sagen, ich war früher nie so der Mario-Spiel. Okay, ich bin jetzt noch nicht so gut, ne? Wie Mo anmerkte in Mario Super Mario Bros. 1. Here we go! Ich hab's noch nachträglich gesagt, bevor ich es vergessen hab. Und das war der nächste geheime Stern des Schlosses. Ja, sie nennen sich auch alle geheime Sterne des Schlosses. Jetzt müsst ihr mal gucken. Ihr müsst übrigens auch dreimal einen Toad erwischen, weil eine von den, einige von denen haben auch Power-Sterne für euch, aber das war der falsche. Ich werde dann... Ach, ich erinnere mich wieder an die Position. So, jetzt gehen wir erstmal in den Keller. In die Keller, nein. Ich mach ohne, ohne. Phase mal 8. Du Albabsack. So, genug gehässigt. Wir gehen als erstes in den Bowser-Kurs. Bowser! Ich weiß nicht, warum ich jetzt mit dem zweiten angefangen habe, aber naja. Der Wayne Train wird sich schon drum kümmern. Ihr kriegt einen zusätzlichen Powerstern, wenn ihr alle 8 roten Münzen in einem Bowser-Kurs einsammelt. Da es 3 Bowser-Kurse gibt, also dreimal die Möglichkeit, 8 rote Münzen einzusammeln. Ich werde für den letzten Bowser-Kurs dann schon gleich... Oh Gott! Nein, 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 nein! Ich werde schon gleich im letzten Bowser-Kurs dann die 8 roten Münzen mit einem Aufwasch aufsammeln, ohne das Level erst abzuschließen und dann nochmal zurückzukommen zu den 8 roten Münzen. Nur bei den ersten beiden Bowser-Kursen habe ich es halt so gemacht. So, echte Kerle machen einen Weitsprung. Mario ist, glaube ich, kein echter Kerl, das ist nur Luigi. Ich glaube, so einen indischen Joke hatte ich schon mal gebracht, als ich in diesem Bowser-Level steckte. Ja! 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 Ich bin tot! Geil, Omatico! Direkt durch die Mitte rein! Ja! Okay, genug ausgetickt. Mamma mia. Mama hatte keine Spaghetti mehr gemacht. Also hatte Mario nur noch Lasagne gegessen und er konnte nicht wieder in die Level hineinhüpfen. Scheißendreck. Alles Scheißendreck in diesem Spiel. Ich gehe nicht mehr in Lava, weil Bowser macht immer nur Feuer. So wie hier ist gesagt. Scheißendreck, so ein Mist. Mamma mia. Was machst du? Hä? Du Stronzo. Was erlaubst du uns? Wenn ich dich einspiele, nicht mehr auf Fußballplatz, dann muss er doch gescheitert hüpfen. Okay, genug Italiener nachgeahmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann es nicht. Ah, ich bin kein Mario-Spieler, ne? Immer noch nicht. Dennoch habe ich Spaß an den Mario-Spielen und werde euch noch mit dem ein oder anderen Mario-LP beglücken. Oh Gott! Oh Gott, oh nein! Oh crap, oh fuck, oh shit, fucking fuck, shit! Oh, wie ich fehle! Nein! Ja, Sparky, weh, du greifst mich an. Ich mach dich so Ninja. I'm a Ninja! So, was haben wir hier drin? Nur Münzen. Ich dachte an extra life. Get a life. Get a one up. So, hier ist die nächste rote Münze. Ich bin schon bei der ersten roten Münze gefehlt, dabei kommen die schwierigeren noch weiter oben. Da ist auch eine. Oh Gott, nein, die will ich gar nicht einsammeln, aber ich muss. Um an die ranzukommen, müsst ihr den Fahrstuhl aktivieren und schnell wieder runter. Und ich spring daneben. Ah, ich hab's geschafft. Oh Gott, geh weg, Bali. Meine Güte, was sind denn das für Fehl? Diese Jugend heutzutage, was sie sich mehr beim Mario spielen erlaubt. So, Leute. Nein, das fängt gut an. Nein, 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 bitte. Bitte, seriously! Ich will nicht schon wieder sterben! Bitte, seriously! Das haben wir auch eine neue Wortschöpfung. Finde ich nicht schlecht, die Kombo. Ah! Naja.
Wenn wir das noch in dieser Episode schaffen, ist mir der Rest egal. Gib mir erstmal der Jadagab. Dieser Spruch, ey. Nein, was? Was machst du? Fuck, 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 fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, shit, fuck, ich fuck. Nein! Meine Güte! Move faster, Mario. Reiß dich mal zusammen. Das ist ja... Ich bin die Ruhe selbst. Oh Gott. So. Komm, das machen wir noch mit Weitspringen. Siehst du, Mario? Deswegen mögen die Leute lieber Luigi. Weil der kann wenigstens springen. Awesome Luigi Power. Power im Feierland. Geh weg, Bali! Ich mag dich nicht. Keiner mag dich. Du heißt schon Bali. Das ist schon mal ein Zeichen, ein Sinnbild dafür, dass du nur so ein kleines Mobbing-Opfer bist. Yahoo! Wie kann man da noch so fröhlich sein, wenn sich hier der halbe Babbes verbrennt? Ah, was eine Babsack hier. Ich komme die ganze Zeit mit den hessischen Ausdrücken. Ich glaube, ich sollte auch mal öfter wie Pest mein Dialekt einbauen. Ach, ich kann es irgendwie verkneifen, den in einem Video nicht zu erwähnen. Oder in Starscream, ne? Ha, ich hab's gesagt. Er hat Starscream gesagt. Was soll denn das? Geh dir weg jetzt. Geh dir weg jetzt. Nur weil ihr in irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen leidet, müsst ihr die nicht an mir ausleben. Oh, Handstand Mario. Teleport! Oh Gott, nein, nein, nein. Nein, 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 das ist gleich wieder im Fire. Meine Güte. Hopp! Wow, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Und... Wuhu! Komm schon, ich will wenigstens nach dieser Episode 110 Powersteine haben. Dann kann ich mich im nächsten... im nächsten Video kümmern! Dabei kommen die schlimmsten Geheimsterne noch. Nein! Ich will gar nicht dran denken. Du machst das jetzt nicht nochmal. Sonst mach ich dich... Ich mach dich Schlauch, Alter. Ich hör Digga. So. Wir haben es geschafft, hier rüber zu kommen. Ist hier eine rote Münze irgendwo? Rote Münzen! Ich habe immer Fire-Techniks dabei. Hier ist eine. Komm, hoch. So, das waren mal 5. Meine Güte! Move faster, Mario! For the love of God! Okay. Ich habe eigentlich keinen Nerv auf die nächsten 3. Die sind hier so scheiße platziert. Eines da drüben. Oh Gott. Fire. Es kommt Fire. Es kommt Fire. Ich hab's gewusst. Oh, crap. War das knapp. Warum? Miyamoto. Warum hast du die Münze da platziert? Nein. Guck doch mal, wo die ist. Es ist doch... Ist das gemein. Der böse Japaner. So. Hopp! Und Wandsprung. Wow! Es geschehen noch Zeichen Wunder. Gegen Ende des LPs gelingt es Mario, einen Wandsprung gescheit auszuführen. Moment, wenn hier die 7. rote Münze ist, habe ich irgendwo eine übersehen, ne? Oh, crap. Holy Jesus Grammar. Wo ist die letzte rote Münze? Ich habe gerade keinen Plan. Ich habe die irgendwo unten übersehen. Nein, da bin ich so weit gekommen. Alles für die Katz. Für die Katz, who has a force field. Oh, okay. Oh Gott. Crap. War das knapp. Wo ist die letzte rote Münze? Ich hab keinen Plan. Lulz. I lolled really hard, seriously. Dude. Mal gucken, wo ich die übersehen habe. Ich will doch wenigstens nur die roten Münzen hier einsammeln in dieser Episode. Spiel. Vielleicht ist sie da drin? Raptor Jesus hat so einen Nacken. Komm hoch! Nein, das war nur ein Extra-Leben. What the fail? Wo ist die rote Münze? Geht doch mal fort, ihr blöden Ba... Wow. Beinahe wäre ich wieder in die Lava gefallen. Holy crap. Wow. Schon wieder viel zu knapp.
Teleport, Mario. Teleport! Hier war keine. Nein, 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 du gehst weg. Du bist mir zu aggressiv, Kollege. Ey, das gibt's doch nicht. Ne? Dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Echt jetzt mal, oh Gott. Wo? Ach, da hinten in der Eck. Sag das doch, Arne. Super! Ich darf den ganzen Weg wieder nach oben gehen. Ach, wie ich mich freue. Nicht.